Dirk Jagsdorf, Bosch ist nicht nur ein Branchenriese im Bereich der automobilen Zulieferer und ein Großunternehmen in Deutschland, sondern auch eines der wegweisenden Unternehmen in der betrieblichen Altersversorgung. Was wird Bosch mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz machen? Generell sind wir natürlich gut aufgestellt. Wir haben halt unsere eigene Versorgung schon über all die Jahre immer wieder halt angepasst und eigentlich auch sehr zukunftsgerecht und zukunftsfähig aufgestellt. Gleichwohl sind natürlich auch hier wieder Elemente enthalten, die auch uns nochmal verschiedene Überprüfungen anstellen lassen, vor allen Dingen natürlich aus dem steuerlichen Bereich. Und deswegen ist das Gesetz vielleicht auch wirklich gut gemacht, weil man sieht, man hat aus verschiedenen Rechtsgebieten Angebote und selbst wenn man halt schon relativ vielleicht vorangeschritten ist, im Durchdenken der eigenen Struktur findet man doch immer wieder Angebote, die man sich nochmal zu eigen machen lassen kann. Und sei es, dass wir uns beispielsweise nur damit beschäftigen, können wir halt den Pensionsfonds jetzt noch besser nutzen, weil der Dotierungsrahmen angehoben worden ist. Und insofern werden wir uns halt gerade auch die steuerlichen Angebote sehr genau angucken. Ihr habt ja die Beitragszusage mit Mindestleistungen, also diese Geld-Zurück-Garantie, und habt aber durch eine Veränderung in der Architektur, ihr habt sehr stark für eine gesetzliche Fortentwicklung gekämpft und dabei ja auch Erfolg gehabt. Ihr habt es ja geschafft, für den Rentner die Rente bei ansonsten relativ gleichbleibenden Bedingungen deutlich zu erhöhen, weil ihr in der Auszahlungsphase nicht mehr in ein Versicherungsmodell gehen musstet. Wird die reine Beitragszusage für euch eigentlich noch einen Schritt weiter gehen können? Also die reine Beitragszusage wird in der Tat noch einige Elemente beinhalten, die aus Arbeitgebersicht noch mal attraktiv sein könnte. Insbesondere, was natürlich die völlige Enthaftung anbelangt. Wenn man sich allerdings anguckt, wie die Mechanismen wirken, dann ist das nicht mehr so großartig unterschiedlich. Also wir können heute schon halt die Kapitalanlage auch in der Rentenphase so aufbauen, dass wir Chancen und Risiken gleichermaßen in Balance bringen. Das würde sich auch bei der reinen Beitragszusage nicht wirklich ändern. Insofern sind wir da eigentlich so aufgestellt, dass da kein zwingender Bedarf besteht. Man müsste nochmal die eine oder andere vielleicht Detailfrage nochmal vielleicht neu gewichten, aber Bedarf besteht Haftung, eigentlich nicht. Haftungsfragen. Auch nicht. Jetzt ist ja eine Arbeitgeberzusage. Genau, also ist es natürlich schon so. Und das Thema der sogenannten Kapitaldeckungsgrade, also zwischen 100 und 125%, was das Gesetz vorsieht, bei euch, Dirk, ist ja der Kapitaldeckungsgrad eigentlich schon gut gepuffert. Wie hoch ist er? In der Tat ist es auch so, dass die Systematik, die wir heute anwenden, genau die gleiche sein wird, wie sie halt in der Zielrentenstruktur vorgesehen ist. Und wir haben uns damals halt zum Ziel gesetzt, unser Kapitaldeckungsgrad soll halt im sicheren Bereich um die 115-117% liegen. Und da bewegt er sich im Moment auch. Und das ist für uns einfach eine Position, wo wir sagen, da haben wir ausreichend Puffer, wenn es tatsächlich mal Bewegung gibt, dass wir halt da entsprechend an dich abfedern können. Der bewegt sich auch, seitdem wir die Vorräte fahren, sehr stabil um diesen Wert herum. Jetzt mal eine Frage an den wichtigen Player in der Gemeinde der betrieblichen Altersversorgung, ein bisschen in die Zukunft geschaut. Wird die Sozialpartnerrente oder das Sozialpartnermodell aus deiner Sicht in der Landschaft etwas verändern? Wird sie in Konkurrenz zur bestehenden Entgeltumwandlung treten? Werden da zwei Pfade miteinander koexistieren? Hast du eine Prognose? Also aus meiner heutigen Sicht würde ich so einschätzen, es wird ein attraktives zusätzliches Angebot haben. Und das Angebot wird durchaus oder hat das Potenzial, tatsächlich Lücken zu stopfen, die wir heute noch haben und tatsächlich auch mit einer Methodik, die so angelegt sein kann, dass sie langfristig wirkt. Ich glaube, es wird eine Koexistenz sein. Ich glaube, sie wird aber vielleicht einen Einfluss darauf haben, wie bestimmte Durchführungswege an Gewicht gewinnen. Das glaube ich schon.
Aber ich glaube, das wird die betriebliche Altersversorgung in Deutschland sinnvoll ergänzen und uns letztendlich die Methodiken bringen und die Vorgehensweisen bringen, die wir in erfolgreichen anderen BAV-Ländern schon haben. Was ist denn für einen so großen und in der BAV so engagierten Arbeitgeber wie Bosch, was wäre denn die wünschenswerte Zukunftsentwicklung? Ja, man muss sich natürlich differenzieren zwischen dem, was wir als Unternehmen sehen und das, was wir als Unternehmen interpretieren, was für das Land. Als Arbeitgeber, ja. Als Arbeitgeber. Also ich glaube schon, dass jetzt mit den Weichen, die gestellt worden sind, aus unserer Betrachtung die richtigen Weichen gestellt worden sind. Wir glauben auch, dass natürlich Pensionsfonds eine gute Möglichkeit sind, Chancen und Risiken gut in Balance zu bringen, nachhaltige Aufstellungen sicherzustellen. Und aus unserer Sicht wäre es natürlich sehr gut für die Branche, wenn halt dadurch nochmal die Sozialpartnerschaft in der BAV gestärkt wird und damit letztendlich halt der Verbreitungsgrad tatsächlich zunimmt und der Pensionsfonds entsprechende Bedeutung annimmt, ganz klar. Wie findet bei Bosch die Erläuterung der neuen Welt statt, Sozialpartnerrente, Beitragszusage und das auch vor dem Hintergrund der Beitragszusage mit Mindestleistung? Wie nehmt ihr bei euch Belegschaft und Betriebsrat mit? Gut, da müssen wir differenzieren. Wir haben es bisher gemacht und was resultiert aus den neuen Angeboten. Und da sind wir natürlich in der Tat, dass wir Schritt für Schritt vorgehen. Wir spüren noch nicht, dass ein großes Interesse quasi an verschiedenen Elementen auch schon von der Belegschaft oder von der Arbeitnehmervertretung formuliert werden. Das kann aber noch kommen. Deswegen ist die Kommunikation, was jetzt die einzelnen Elemente anbelangt, noch nicht wirklich hochgelaufen. Aber es besteht auch kein Anlass, weil wir ja eigentlich schon gut aufgestellt sind. Insofern erwarte ich das jetzt auch nicht unbedingt, sondern glaube eher, dass so individuelle Elemente bei uns die Diskussion anheizen werden. Zum Beispiel das Thema Riester-BAV. Mit dem muss man sich sicherlich auseinandersetzen. Dirk Jagsdorf, Bosch, Kollege ABA. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlich gerne.